Einen guten Morgen und Servus an Sie. Guten Morgen. Genau, also als Herr Strumpf mich angerufen hatte, ob ich Lust habe, das wiederzumachen, habe ich sofort, mehr oder weniger sofort Ja gesagt. Nicht nur ihn und Sie wiederzutreffen, sondern auch die Tatsache, dass es sozusagen letztes Jahr einfach über 34 Zoll kein schönes Format war, so eine Veranstaltung durchzuführen. Und ich letztes Mal ein Stück weit am Zeitkontingent gescheitert bin und dachte mir, ich führe dies heute fort. Insofern würde ich damit starten. Und zwar die Agenda, wie sieht heute vor, sozusagen über ein Warm-up mit Ihnen eine sogenannte steuerliche Zeitenwende zu besprechen. Und nichtsdestotrotz habe ich dann noch ein paar Slides mitgebracht zum Selbststudium, wenn Sie auf dem Weg nach Hause sind und dann noch an steuerlichen Themen interessiert sind, dann gerne über diese Präsentation. Was ich heute erreichen möchte mit Ihnen, ist quasi, wie Herr Strumpf gesagt hatte, einen allgemeinen Überblick über 2023 mit Ihnen zu finden, aber eben auch über 2023 hinaus, was ich dann gerne auch im Bereich der steuerlichen Zeitenwende mit Ihnen besprechen und darlegen möchte. Womit starten wir? Das Warm-up. Was sind die Key Issues 2023? Wir starten im Prinzip mit der Grundsteuer, das hatte ich letztes Jahr auch schon. Sie werden sich erinnern, da war alles noch im Gang. Eigentlich ist es schon vorbei. Wir sind in der Nachspielzeit. Bayern hat die Nachspielzeit sozusagen auch formal eingeläutet. Die anderen Bundesländer zögern noch etwas. Und ich denke auch, dass es da sozusagen im Wege der Erlässe sozusagen nicht zu Säumniszuschlägen oder Schätzungen kommen wird. Auf jeden Fall als Steuerrechtler, aber auch die Verfassungsrechtler vielleicht unter Ihnen werden sich darauf freuen, dass die Verfahren, die dann über die Einsprüche sicherlich irgendwo auch bei den Verfassungsgerichten landen werden, kommen werden. Und dann sozusagen ist das die Grundsteuer, die sozusagen als kleine Steuer sozusagen oft gescholten wird, ein ziemliches Geschmäckle auch für Steuer- und Rechtsexperten. Die Grunderwerbsteuer, die zweite Steuer mit G, ist momentan Signing Closing. Sie kennen das sozusagen, das leidige Thema, dass wenn Sie quasi Anteile kaufen, im Grunde genommen zweimal Steuern auslösen durch den Mechanismus, den Sie haben. Die Finanzverwaltung oder der Gesetzgeber hat sich dafür eine Lösung entschieden, die sehr formal ist und eigentlich unnötig ist. Unnötig ist im Grunde genommen auch die viel zu enge Börsenklausel, die im Prinzip börsennotierte Unternehmen in Zürich und in London eigentlich außen vor lässt und eigentlich nicht möglich macht, dort auch die Anteilsbewegung zu tracken für deutsche Grundsteuern. Grunderwerbsteuer, Entschuldigung. Die Frage ist, was kommt 2023 und danach? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der Koalitionsvertrag eigentlich vorsah, dass man hier weitere Steuerschlupflöcher stopft und bisher dazu noch nichts da ist. Von daher sind wir alle gespannt, was die Regierung dort noch hat. Ein Thema, was ich Ihnen sozusagen letztes Jahr auch schon mal mitgeteilt habe, ist das Verfahren bezüglich der Luxemburger FCPs, wo die Finanzverwaltung momentan diverse Muster.